Unsere heutige Donausteigrunde bringt uns in die Stillensteinklamm nahe Grein. Ich wandere heute mit der Karin. Trotz dieser Hitze wandere ich mit dir. Aber Stillensteinklamm kann man sagen, ist was für heiße Temperaturen. Ist für heiße Temperaturen ganz super, weil es eigentlich immer im Schotten zum Gehen ist. Ja, und weil es Bacherl immer nebenbei ist und gewisse Stellen gibt, wo man wirklich auch mit den Füßen reingehen kann oder sogar das Ganze. Das ist gescheit. Das heißt, man konnte das auch mit Kindern machen. Man kann es mit Kindern sehr gut machen, also nicht gerade mit Kinderwagen, aber mit Kindern, wenn sie ein bisschen gehfreudig sind, dann hat das hin. Und ich weiß, du bist eine Hundeliebhaberin. Wie schaut es mit Hunden aus? Ah, sehr gut. Also mit Hunden kein Problem, ist erlaubt und ist für die Hunde ein Erlebnis. Ja, wunderbar. Hey, wir haben nämlich heute die Holly mit. Und die Holly geht mit uns wandern. Und sie ist wasserfreudig und sie kann sich irgendwie. Schauen wir mal, ob sie sich traut. Heute, ich weiß es nicht. Da ist der Startplatz. Startplatz St. Nikolai. Genau. Die Gießenbachmühle. Gießenbachmühle, genau. Ganz gescheit, gerade im Sommer zum Weggehen. Es gibt auch einen Rundwanderweg von Grein. Mhm. Geht man dann ein bisschen länger. Okay. Aber von da ist, wenn man die eigentliche Klamm sehen will, einfach am schönen. Ist auch eine liebe Außenstation da, also beim Zurückkommen. Wunderbar. Nur für Getränke oder so. Hey, das klingt fantastisch. Legen wir los. Das ist die Gießenbachmühle, genau. Was gibt es da für eine Geschichte dazu oder gar keine? Es gibt eine Geschichte zu dieser ganzen Klamm eigentlich, wenn man es so sagen. Das Ganze ist die Stillensteinklamm, hat nicht umsonst diesen Namen. Und eben darum geht es in der Sage. Es fließt darunter dieser Gießenbach, der zum Teil durch ein unterirdisches Höhlensystem fließt und einfach verdeckt ist und dadurch still ist, dadurch Stillensteinklamm. Und angeblich hat vor hunderten von Jahren ein kleines Mädchen da gelebt, sehr ärmlich mit ihrer Mutter. Die Mutter ist dann sehr krank geworden und das Mädchen hat irgendwo gehört, dass es Heilkräuter gibt, die der Mutter helfen können. Und die wachsen nur ganz hoch oben in der Schlucht im Gießenbach. Ja. Sie hat da oben dann wirklich, ist aufgekraxelt unter allen Mühen, hat dann ein paar magische Gestalten getroffen, die es eigentlich bei sich gehalten wollen. Sie wollte aber dann einfach so unbedingt herzlich heim zu ihrer Mutter und deren nur helfen. Jetzt haben die Mitgleit gehabt und sie wieder heimlassen und ihr auch die Kräuter noch ins Kerberl gelegt. Und irgendwie ist dann, sie in einen tiefen Schlaf versunken, es hat ein Donnergrollen gegeben und auf einmal ist so ein Riesenstorm über diesem rauschenden Gießenbach gelegen und sie hat dann viel leichter heimgekommen, wie es vorher aufgekommen hat. Wie es heimgekommen ist, war die Mutter wundersamerweise schon gesund. Und diese Heilkräuter, die es dann mitgekriegt hat, die waren dann Gold und Edelsteine. Also sie haben dann auf ewig glücklich gelebt. Nein, das ist eine schöne Sache. Ist lieb irgendwie, ja. Und genau. Keine gruselige, weil es nein, ist so lieb. Mit Teufel und so auch so cool. Nein, das war ganz, das waren lauter Liebe. Schau! Oh moin! Genau, das ist was mir auch immer so viel taugt. Ich bin ja nicht wirklich ursprünglich von da, sondern aus den Kalkalpen. Irgendwie diese Granitformationen und Steinblöcke, die sind für mich irgendwie schon faszinierend gewesen. Total. Wow. Und die gibt es da den ganzen Weg auf. Wow. Man kann sich da, wenn man so ausgeschaut, irgendwie diese sagenförmlich vorstellen, oder? Von der Landschaft her. Genau das. Ja, das ist so eine Märchenwelt irgendwie. Voll. Hey, aber super angenehm da herinnen. Gerade gut. Voll. Genau. Echt die frische Luft vom Bachel und der Schaden. Sogar so am Hochsommertag. Haben wir es geschafft. Wer nach der Wanderung noch Energie übrig hat, den Ortskern von Grein besuchen. Dort steht das älteste noch bespielte Theater im deutschsprachigen Raum. Und einen 360-Grad-Rundumblick gibt's nach ein paar Stufen. Die Gobi-Warte lässt sich für müde Wanderer auch mit dem Auto erreichen. Karin, jetzt als Belohnung sozusagen für die Wanderung hast du mir Eis versprochen vom Schörgi. Den Schörgi kennt man bei euch in Grein, gell? Da muss ich schon was sagen, dazu, ein Schürge kennt man nicht nur in Grein. Ja. Es ist wirklich so, wenn man irgendwo in Österreich sagt oder vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, ich bin aus Grein, dann sagen alle Leute, Grein, das habe ich schon mal gehört, das ist das, wo der Schürge ist. Aha. Also das Eis ist schon Spitzenklasse. Wow, was für eine Auswahl. Sehr groß. Wow, mega. Ich würde gerne einen Becher mit zwei Kugeln, bitte. Mir schmeckt es köstlich.
suchen wir unser Platzerl. Suchen wir unser Platzerl. Okay. Karin, das war eine fantastische Wanderung. Hey, dann würde ich vorschlagen, eine Prost. Prost. Karin, danke. Hat mir gut gefallen. War voll gut gefallen. Mhm. Fantastisch. Und jetzt ein bisschen Kalorien nachfüllen. Ein paar, ja. Der Donausteig entlang der stillen Steinklamm. Die Wanderung ist definitiv hundetauglich und vor allem auch an heißen Sommertagen kühl. Steigungen mitten im Wald sind auch für Ungeübte schaffbar. Erfrischung gibt's im Gießenbach. Urlaubstipp für den Wanderherbst. Ausgewählte Etappen oder Runden am Donausteig lassen sich auch mit ein oder zwei Übernachtungen im sagenhaften Strudengau verbinden. Alle Infos gibt's online.